Spieler vermitteln, heißt es direkt zurück. Ronny Zeller aus Pforzheim ist so ein Spielervermittler. Hallo Herr Zeller. Hallo. Erstmal kurz zur Erklärung für unsere Zuschauer. Ich habe die Schuhe wieder angezogen. Ja? Nicht aus Geruchsgründen, sondern aus ästhetischen Gründen. Und ich wollte Ihnen auch nicht zumuten, dass ich hier mit Socken sitze. Ja, wenn ich Spielervermittler sage, zucken Sie sofort zusammen und sagen, das bin ich eigentlich gar nicht, sondern ich bin was anderes? Ich würde mich eher als Spielerberater sehen wollen und auch so bezeichnen, weil die Spielervermittlung nur ein Teil unseres Berufs ist. Sie haben ja mit großen Spielern zusammengearbeitet, mit Rudi Völler und mit Thomas Hessler unter anderem. Ich glaube, genau. Mit Thomas Hessler immer noch. Thomas Hessler ist immer noch ein Klient von mir und wird auch, denke ich, immer bleiben. Ja. Was genau ist denn ein Spielerberater? Also wie definieren Sie Ihren Beruf? Im Grunde genommen gehört zum Berufsstand des Spielersberaters, wenn er ihn, weiß ich noch, seriös ausübt, eine Betreuung rundum um die ganze Karriere. Das heißt nicht nur eben Spieler zu vermitteln, sondern ihn in allen Fragen, den Fußballsport betreffen, zu beraten. Wir haben mal kurz Licht ausgemacht, aber ich hoffe, es geht gleich wieder an. Wir können uns auch im Dunkeln unterhalten, dann können die Zuschauer die Augen schließen. Ja, ich glaube, so schlimm sehen wir noch nicht aus, nee, funktioniert noch. Spielervermittler, Sie haben gesagt, wenn man seriös macht, dann hat es diese Auswirkung. Aber das Image des Spielervermittlers ist nicht unbedingt das Beste. Also viele sagen auch, warum brauchen die Spieler überhaupt einen Spielervermittler? Das sind oft junge Talente, die gar nicht so genau wissen, auf was sie sich einlassen. Können Sie es nachvollziehen, dass das Image relativ schlecht ist, der Spielervermittler? Leider zum Teil ja, weil es in unserem Beruf, also ich bezeichne diese reinen Spielervermittler, dann auch nicht unbedingt als Kollegen von mir, weil die zum Teil wirklich auch sehr unseriös arbeiten, vor allem auch im Umgang mit jungen Spielern, auch mit ausländischen Spielern. Da sind schon sehr viele Dinge passiert, die ich eigentlich nicht nachvollziehen kann und sogar auch sehr verurteile. Ein Beispiel war zum Beispiel, vor einigen Jahren hat ein deutscher sogenannter Spielervermittler einige junge afrikanische Spieler nach Deutschland einfliegen lassen, hat die, das ist unvorstellbar, in eine Garage gesteckt. In eine Garage, muss man sich vorstellen. Junge Spieler, heißt wie alt? Die waren zu 14 bis 16 damals. Und haben dann in der Garage im Grunde genommen hausen. Und ich gehe so weit und sage, das wird verfolgt und eigentlich sogar mit Gefängnis bestraft. Das ist ein extremer Fall. Wie reagieren Sie, wenn ein Vater zu Ihnen kommt und sagt, pass mal auf, mein 12-jähriger Bub, der ist total super, der muss zu einem großen Verein, kannst du mir den vermitteln? Mhm. Was sagen Sie dann? Dass er ein paar Jahren wiederkommen soll. Also nach dem Motto, jetzt macht es noch keinen Sinn, komm mal wieder, wenn er 16, 17, 18 ist. Also bei mir ist die so 16, 17 ist bei mir die Untergrenze, ja. Ist dieser Beruf des Spielerberaters, ist das eigentlich ein geschützter Beruf, also vom Titel her, oder kann das jeder machen? Nein, kann nicht jeder machen. Es gibt inzwischen, früher hieß es FIFA-Lizenz, inzwischen sind wir vom Deutschen Fußballverband lizenziert und da muss man auch eine Prüfung ablegen, damit man diese Lizenz erhält und nur die lizenzierten Spielerberater dürfen dann auch arbeiten, beziehungsweise die Eltern oder Rechtsanwälte. Genau, also in Verwandtschaft darf es auch. Ich habe gesehen, diese Prüfung beim DFB, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, ist ein schriftlicher Test mit 20 Fragen, 250 Euro Anmeldegebühr und ein polizeiliches Führungszeugnis. Ja, ganz freudig, das ist richtig. Ich war einer der Ersten damals, der die Lizenz gemacht hat. Bei uns sah das alles noch ein bisschen anders aus. Also wir wurden da noch anders geprüft. Wie schafft man es als Spielervermittler, als Spielerberater, junge Talente zu bekommen und zu entdecken? Ich persönlich habe bei unter meinen Mitarbeitern einen ehemaligen Fußballspieler, der auch hier in der Region ziemlich bekannt ist, der Wilfried Trenkel, der sich um die jungen Spieler und das Scouting kümmert. Ich selbst bin aber auch zum Teil unterwegs und scoute selbst auch. Und dann, wenn Sie einen haben, muss ich sagen, der ist es, weil, wie funktioniert das dann? Also dann machen Sie einen Vertrag, dann ist es Ihrer sozusagen, in Anführungsstrichen? Wir machen auch bei den jungen Spielern noch keine Verträge, sondern das ist eine Vertrauensgeschichte, wo man erstmal gemeinsam miteinander arbeitet, wo man sich mit den Eltern austauscht, wo man auch schon beratend tätig wird. Aber Verträge machen wir mit den Spielern erst, wenn sie 18 Jahre alt sind. Wenn man, aber unterschiedlich, das ist meine... Das ist Ihre Philosophie? Meine Philosophie. Genau. Wenn man als Immobilienmakler unterwegs ist, da gibt es genau gesetzliche Vorschriften, wie das ist, was man an Provision kriegt. Ist das bei Spielervermittlern, Spielerberatern ähnlich oder ist das eigene Verhandlungssache? Das ist eigene Verhandlungssache. Es gibt so bestimmte Eckdaten, so, wo man sich dran halten kann bei der Verhandlungsgeschichte, aber es ist frei verhandelbar. Wenn Sie jetzt so einen Fall sehen, ganz aktuell, ist ja erst gestern bekannt geworden, Mesut Özil, 21 Jahre alt, wechselt zu Real Madrid. Auf der einen Seite sagt man, kann man nicht ablehnen, auf der anderen Seite sage ich, 21 ist vielleicht auch ein bisschen früh, allerdings Ablöse, 18 Millionen, da freut sich jeder Spielerberater. Was hätten Sie in dem Fall gemacht? Was hätten Sie Mesut Özil geraten? Machen oder nicht? Also lockt das Geld oder lockt die Vernunft? In Real Madrid ruft hätte ich ihn geraten, barfuß nach Madrid zu laufen.
Und Sie sagen, es ist nicht zu früh mit 21 Nein. Jahren? Wenn man die Möglichkeit hat, nach Real Madrid zu gehen, das ist einer der besten Clubs auf der Welt, warum soll das zu früh sein? Das ist für mich eine klassische Win-Win-Situation. Der Junge hat die Chance, man, es ist einer der talentiertesten deutschen Fußballer überhaupt im Moment, das hat er auch schon mehrfach bewiesen. Warum? Warum soll er nicht? Ich würde sogar am 18-Jährigen, wenn er wirklich so talentiert und so gut ist, auch dazu raten, den Versuch auf jeden Fall zu wagen. Dazu kommt, dass Werder Bremen, glaube ich, auch nicht so unglücklich ist. Der Vertrag ist nächstes Jahr ausgelaufen, das heißt, sie bekommen jetzt auch noch eine ganz staatliche Summe, dass sich der Herr Alof in Bremen bestimmt auch darüber freut. Ja, im nächsten Jahr hätte es dann gar nichts mehr gegeben. Aber wie schafft man es als Spielerberater, als Spielervermittler, wenn dann solche Summen im Raum stehen und man weiß, ich profitiere natürlich jetzt davon, wenn der nach Real Madrid wechselt. Ja. Wenn man dann trotzdem die innere Meinung hat, es wäre vielleicht doch besser, es nicht zu tun. Wie schafft man es, da den richtigen Mittelweg zu finden? Holen Sie sich auch andere Menschen ran, mit denen Sie sich dann wieder beraten, um zu sagen, pass auf, ich will doch das Beste für den Spieler? Bei jungen Spielern immer die Eltern mit ins Boot nehmen. Das ist also zumindest auch meine Meinung, meine Philosophie. Bei jungen Spielern ist die mitentscheiden, was ist das Beste. Und man sollte dann auch sehen, man plant ja im Grunde eine Karriere. Das heißt, man muss manchmal auch gegen das Geld entscheiden. Und für den Verein auch zum Beispiel manchmal einen Spieler zu raten, bleibt mal noch bei dem Verein. Dann drücke ich Ihnen die Daumen und vor allem den Spielern, dass es Ihnen auch gelingt, immer wieder gegen das Geld zu entscheiden. Wir gehen mal rüber an unseren Tisch. Ja, danke fürs Gespräch. Gerne. Wir wollen noch zur Abschlussrunde uns zusammensetzen. Klar, wir beide, wir Männer, wir freuen uns, dass die Bundesliga-Saison wieder losgeht jetzt am Samstag. Wie sieht es bei den Damen aus? Relativ neutral? Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Also WM finde ich toll, EM, aber sonst der alltägliche Fußball ist nicht so meins. Wir haben ja vorhin über Verhütungsmittel gesprochen. Ich glaube ja, dass die Bundesliga das beste Verhütungsmittel überhaupt ist. Das stimmt, oder? Ja. Das stimmt. Voll auf den vielleicht Fußball auch das beste Sexualtherapeutikum oder gerade nicht, wie man es nimmt. Sexualtherapeutikum, wie das denn? Ja, wenn die Paare nicht zusammen sind, schreibt sie nicht. Ach so. Insofern also Freude auch bei Ihnen, dass die Bundesliga wieder losgeht. Ich höre es auch ein bisschen raus. Also zumindest vielleicht nicht für Sie, aber für Ihre Patienten. Haben Sie die WM gesehen? Ja, teilweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das waren Minuten. Immer die spannendsten Minuten habe ich gesehen. Gut. Rausgepickt. Und Herr Zeller freut sich natürlich, wenn es wieder losgeht jetzt am Samstag. Dann drücken Sie die Daumen. Sie kommen ja, haben lange in Karlsruhe auch gearbeitet. Also regional in Karlsruhe SC. Ja. Leide ich im Moment. Aber es wird ein bisschen besser. Danke Ihnen allen für den Besuch heute. Kurzer Blick auf die Sendung von morgen, liebe Zuschauer. Wir werden morgen gemeinsam Tango tanzen. Wir machen einen Abstecher nach Perpignan ans Mittelmeer. Und wir werfen einen intensiven Blick aufs Wochenendwetter. Das und mehr.